Renfrew Settlers ist nicht nur eine sehr komische Karte, sondern auch falsche Werbung. Bei dem Namen würde man meinen, dass Diebe eine große Rolle spielen würden, aber sie für ihren eigentlichen Zweck einsetzen zu wollen, wird unausweichlich in einem Blutbad enden. Unser Ziel ist es, als Trojaner 200 Goldbarren zu produzieren, während wir von zwei Maya-Siedlungen bedroht werden. Die blaue Siedlung dominiert den Nordosten der Karte mit seinen reichen Goldvorkommen, die grüne dagegen den Südosten mit riesigen Kohlevorkommen. Grün ist außerdem in der Lage, in unsere Richtung zu expandieren. Unsere eigenen Rohstoffe sind im Vergleich dazu praktisch nicht vorhanden. Dieser Berg in der Nähe unserer Siedlung enthält etwas Kohle, Stein und Spuren von Gold. Eisen finden wir aber erst in diesem Gebirge in der Kartenmitte. Hier finden wir auch etwas mehr Kohle und zwei weitere Standorte für Goldminen, aber auch das ist ziemlich viel Aufwand für wenig Ertrag. Die Rohstoffvorkommen sind so winzig, dass sich eine Nahrungsproduktion effektiv nicht lohnt und wir starten zwar mit zwei Sensen, aber ohne eine einzige Angel. Der Köstlichkeitensauber wird hier zwar nützlich, ändert aber nichts daran, dass die Minen nur wenig produzieren werden. Uns bleibt letztendlich nichts anderes, als zu versuchen, das Gold über göttliche Gaben zu erhalten. Aber auf diese Weise 200 Gold zu produzieren, bevor die KIs in den Angriff übergehen, was nach 45 Minuten passieren kann, ist praktisch unmöglich und im besten Fall sehr glücksabhängig. Glück ist auf dieser Karte definitiv etwas, was wir brauchen, aber wir können unsere Chancen tatsächlich deutlich verbessern. Unsere Gegner starten mit jeweils 200 Soldaten, der Großteil davon auf Level 3. Aber wenn wir uns die Siedlungen genauer ansehen, fällt auf, dass Blau zwar jede Menge Gold, aber keinen Zugang zu Kohle und Eisen hat. Eisen wird Blau auch nie bekommen, sie werden also keinen einzigen Soldaten nachproduzieren. Grün hat zwar genug Platz für eine Eisenmine, aber auch sie können nur Level 1er produzieren und noch nicht besonders schnell. Wenn es uns also gelingen würde, die ersten Angriffe zu überstehen, könnten wir uns danach alle Zeit der Welt lassen. Glücklicherweise haben die Trojaner eine Geheimwaffe für die Verteidigung, nämlich ihre Rucksackkatapultisten. Wir starten außerdem mit einer vollwertigen Schwerindustrie samt Kaserne, auch wenn diese Gebäude etwas ungünstig platziert sind. Alle kleinen Türme und die Eisenschmelze können wir effektiv direkt abreißen, den großen Turm oder einen der kleinen Türme in den hinteren Ecken der Siedlung solltet ihr aber stehen lassen. Sobald unsere Bauwirtschaft aus 6 Holzfällern, 2 Sägewerken und 3 Steinmetzen steht, investieren wir in erster Linie in die Mana-Produktion und expandieren nach Osten. Wenn wir östlich des Sees 1 bis 3 große Türme bauen und verteidigen können, haben wir bereits das Schlimmste geschafft. Dazu wird es nötig sein, unsere Zauber zu optimieren. Unsere Kohle- und Goldmine wollen natürlich versorgt werden. Hier können uns einige blinde Kohle- und Goldminen neben der eigentlichen Kohlemine helfen, natürlich im Sechseck angeordnet. Wenn ihr die blinden Minen stilllegt, werden sie weiterhin von Köstlichkeitenzauber versorgt, aber die Nahrung dann an eure eigentlichen Minen verteilt. Was den Geschenkzauber angeht, wollen wir möglichst viel von den zufälligen Gaben nutzen. Gold und Waffen investieren wir erstmal in Level 2 Soldaten. Das gilt auch für die Rucksackkatapultisten. Unsere Schmiede wird mithilfe der gezauberten Eisenbahn und der geförderten Kohle ausschließlich Rucksäcke produzieren. Je nach Glück werden wir nicht ausschließlich Level 2er produzieren können, wenn also viele Waffen rumliegen, dürfen auch einige Level 1er sein. Was unsere Verteidigungsstellung angeht, optimieren wir auch hier, indem wir das Gebiet um die Türme mit Häusern und einer Kaserne füllen. Danach bleibt fast nur zu hoffen, dass die beiden KIs nicht gleichzeitig angreifen. Mit etwas Glück bleibt Blau sogar ganz daheim. Der übrige Turm in der Siedlung kann auch einige Angriffstruppen anziehen. Mit gutem Abriss-Timing könnt ihr also dafür sorgen, dass sich die Angreifer aufteilen. Wenn ein Angriff bevorsteht, kann es auch hilfreich sein, einen Priester in der Nähe zu haben, um feindliche L3-Soldaten, insbesondere die Schwertkämpfer, mit Friedensschriften zu snipen. Aber auch vorher könnt ihr bereits versuchen, mit einem eurer Schwertkämpfer einzelne grüne Schwertkämpfer, am besten natürlich die L3er, in eure Verteidigung zu locken. Sobald ihr die ersten Angriffe überstanden habt, habt ihr es effektiv geschafft. Es lohnt sich nicht wirklich, die beiden feindlichen Siedlungen zu übernehmen, am Ende ist es also mehr ein Abwarten bzw. F12 drücken. Die Karte wäre fast schon interessant, hätte ich nicht nach über 3 Jahren Missionsguide einen Blick für Karten entwickelt, die nicht fertig sind. Die Startvorgaben der KI sind offensichtlich mit den Standardpinselgrößen hingerotzt und überhaupt nicht ausbalanciert worden. Noch dazu nimmt die Missionsbeschreibung einschließlich der Tipps Bezug auf Dinge, die auf dieser Karte nicht existieren. Dieses Stück Land ist wohl kaum eine Insel, wie sie beschrieben wird, und das Beste, was ihr hier versuchen könntet, wäre ein S-Turm geschützt von einer Siedlermauer. Und hier im Schnee sollte wohl ein Schatz versteckt werden, aber auch das gibt es nicht. Ich bin ja sehr dafür, die Beschreibungen zu lesen, aber sowas fördert man als Mapper natürlich nicht, wenn man da kompletten Blödsinn hinschreibt.